Hallöchen und herzlich willkommen zu Wie richtet man ein Hotel ein? Wenn du nicht weißt, wie man dieses Hotel baut, das Video ist verlinkt in der Videobeschreibung oder in der Infocard. Aber wir werden in mehreren Folgen das Hotel einrichten und als allererstes begeben wir uns an die Lobby. Wenn dir das Video gefällt, kannst du gerne liken, wenn du nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Aber ich würde sagen, wir legen sofort los. So, gehen wir mal in unser Hotel rein. Wir machen das Ganze erstmal ohne Shader. Warum leuchtet es da in der Ecke noch? Sollte es eigentlich nicht. Sollte eigentlich so aussehen, aber gut. Die Lobby ist ziemlich groß. Wir wollen aber hier vorne einen Empfang machen, eine Rezeption und hier drinnen eine Bar. So, und dafür brauchen wir erstmal Seelaternen. Mit den Seelaternen gehen wir hier in die Ecke, wo es anscheinend schon leuchtet. Lassen 1, 2, 3, 4 Blöcke frei und machen die mal hier so aufeinander. Wir haben hier die erste Etage und wir machen das bis unter die zweite. Dann nehmen wir Akazienholzbretter und gehen damit einfach bis in die Ecke. Und dann auch hier entlang und lassen wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke frei. Da gehen wir wieder mit Seelaternen runter. So. Jetzt gehen wir hier in die Ecke und machen hier nicht ganz in die Ecke, sondern so und so machen wir Seelaternen. Und in die Ecke machen wir wieder Akazienholzbretter. So. Dann machen wir vor diese Säule noch Bretter. Hier oben können wir einfach wieder rumgehen. Und hier auch wieder vor die Säule Bretter. So. Jetzt nehmen wir Quarztreppen. Und machen hier komplett Quarztreppen rein. So. Dann werden die nämlich schön von der Seite aus beleuchtet. Von links und rechts. Weil die Treppe hat ja immer so einen Viertelblock, der frei ist. Und dasselbe machen wir hier jetzt auch nochmal. Dann wird es wieder ein bisschen dunkel, aber das ist nicht so wild. Wir machen es gleich wieder heller. So. Und hier nochmal. So. Das sieht schon sehr cool aus. Aber wir machen jetzt hier vorne noch Seelaternen rein. Dann wird das auch noch von unten so ein bisschen beleuchtet und bekommt so einen richtig schönen Fade-Effekt nach oben. Also es fadet so ein bisschen aus. Und hier natürlich auch. Okay, oben ist aber noch ziemlich dunkel. Wir nehmen Akazienholzbretter und machen hier am zweiten Block ein. Also ich möchte jetzt so diagonal darüber gehen. Also wieder so, 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 so und so. Müssten wir genau ankommen. Jetzt nehmen wir uns unsere Seelaternen, gehen hier auf diese Ecke. So, und machen 1, 2, 3, 4, 5 aufeinander und hier auch 1, 2, 3, 4, 5. Und bei der 3 machen wir so eine, damit wir den Buchstaben H haben. Hier machen wir, also wir lassen wieder einen frei, dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt so diagonal 1 und noch 1. Dann kommt hier diagonal nur 1 und hier unten 2. So, jetzt haben wir ein H und ein E und jetzt brauchen wir noch ein Y. Dafür gehen wir hier auf die Ecke, machen 1, 2, 3. Da machen wir diagonal 1 hier hin und 1 dahin. Und noch 2 drauf. So, und schon haben wir die Hey Bar. Das sieht sehr cool aus und wir haben die Ecke gut beleuchtet. Okay. Jetzt nehmen wir Item Frames und machen hier erstmal alles voll. Alles voll mit Item Frames. So, deswegen nehmen wir auch keine Shader, weil nachher diese Beleuchtung, die hier hinter kommt, mit den Item Frames, mit den Treppen, mit diesen ganzen Ecken und Kanten, sorgt der Shader dafür, dass ich nur noch 20 Frames habe oder so. Das heißt, wir gucken uns das zum Schluss mit Shadern an. Aber gebaut wird es ohne Shader, weil es einfacher ist und weniger ruckelt. Aber
Jetzt machen wir hier erstmal alles Item Frames. So. Wunderbar. Jetzt brauchen wir was für die Item Frames. Und zwar Tränke. Weil wir sind an der Bar. Wir wollen was trinken. Es soll ganz viel Verschiedenes geben. Ich möchte auf die linke Seite Flaschen packen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihen. Also suchen wir 7 Farben. Wir nehmen einmal die Standardwasserflasche. Wir nehmen auf jeden Fall die hier, weil die sieht sehr schön aus. Die Sprungkraft. Wir nehmen die Heilung. Wir nehmen den Schaden. Wir nehmen vielleicht noch, wir brauchen noch 3 Stück. Dann nehmen wir hier die noch, der Schnelligkeit. Dann nehmen wir vielleicht eine leere Flasche. 2, 4, 6. Wir brauchen noch eine, noch irgendeine Farbe, die vielleicht auffällig ist. Nehmen wir noch Glück. So. Und jetzt machen wir einfach jede Reihe mit einer anderen Farbe voll. So. Und da nochmal. Die leeren können wir nach oben machen. Hier noch Glück rein. Und hier noch Schnelligkeit. So. Jetzt kann man schon super sehen, was es an der Bar zu trinken gibt. Auf der Seite nehmen wir Wurftränke oder Verweiltränke, je nachdem, was man schöner findet. Aber können natürlich die Farben wieder ähnlich ersetzen. So, dann nehmen wir hier die lilane, dann nehmen wir die noch. Dann nehmen wir noch vielleicht die. Und wir können ja noch den Drachenatem nehmen, so als der teuerste Drink im Laden. So, dann tun wir hier mal einfach Wasserflaschen rein. Wir müssen die ja nicht farblich genauso wie drüben anordnen. Das ist nicht so wild. Wenn man es natürlich perfekt akkurat haben möchte, dann schon. Und hier nochmal. So, das sieht echt schon mal gut aus. Jetzt kommt aber der Trick an der Sache. Wir nehmen eine Glasscheibe. So. Und können die hier vormachen. Die Itemframes bleiben. Das ist genial. Und damit wir jetzt nicht so ewig brauchen, machen wir jetzt mal die World Edit Axt. Punkt 1, Punkt 2. Jetzt wird alles zwischen diesen zwei Punkten genommen. Gucken nach oben. Und machen Stack 6 times. Also das Ganze wird 6 mal nach oben aufeinander gestapelt. Und schon haben wir da Glas drin. So, dasselbe machen wir hier auch nochmal. So. Wunderbar. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Okay, wir nehmen uns nochmal Akazienholzbretter, machen das hier oben zu. Und dann kann man das auch einfach so lassen. Wenn man möchte, macht man noch Slabs drauf, damit da keine Monster spawnen. Aber gut, das ist dann natürlich jedem selber überlassen. So. Jetzt nehmen wir Akazienholztreppen. Und machen die hier so einfach einmal rum, damit der Absatz oben zur Bar halt ein bisschen schmaler wird und nicht so hakelig. So. Hier noch. Da noch. Da noch. Und so. Damit steht die Haybar. Jetzt nehmen wir uns mal Holzfalltüren und Tropenbaumlaub. Man kann natürlich andere Falltüren nehmen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Machen hier einfach Tropenbaumlaub komplett bis unten drunter. Und so. Dann haben wir hier auch eine Pflanze stehen. Die Seelaternen sind so ein bisschen abgedeckt. Und es sieht einfach gut aus. Man kann natürlich hier unten einen Kessel hinstellen, wenn man möchte und das schöner findet. Oder was auch immer schön aussieht, ist, wenn man einen Trichter nimmt. Den kann man dann auch so einfach so. Das hat auch immer irgendwie Stil. Und man kann den auch noch so machen. Dann sieht das Ganze so ein bisschen merkwürdig aus. Wäre schön, wenn man den umdrehen könnte, aber das wäre dann oben und unten ein Trichterabschluss. Und hier können wir natürlich auch einen Trichter nehmen. Hat auch was. Okay, kommen wir zur Bar selber. Für die Bar selber nehmen wir uns Quarzstufen. Stufen oben. Und machen die bei der unteren Hälfte des zweiten Blocks. Und ziehen diesen Kasten hier genau zu.
untere Hälfte des zweiten Blocks. So. Jetzt machen wir genau unter die Bar wieder Seelaternen. Also genau hier drunter. So eine Schwebebar oder Theke. Hier können wir ein Loch reinmachen und nehmen eine Eisenfalltür. Und die machen wir einfach so. Da können die Angestellten rein und raus. Man kann hier noch einen Knopf dran machen, wenn man möchte. Dann kommt man da wenigstens wirklich rein und raus. Hier können wir jetzt keinen hinmachen, leider. Aber gut. Okay. Dann nehmen wir Quarzstufen, gehen nach innen und machen hier auf der Innenseite exakt so einen Absatz. Weil der Barkeeper muss ja hier draufstehen und bestellen können oder Bestellungen annehmen können. Und wenn das so ist, ist das ein bisschen hoch. So. Okay. Jetzt nehmen wir uns einmal Pisten, Redstone-Fackel, schwarzen Teppich, weil weiße Theke und Raptor. So, dann gehen wir hier hin, lassen den letzten frei. Hier machen wir ein Loch. So. Dann stellen wir da so eine Trapdoor hin, machen einen Teppich drauf und wir haben einen Barhocker. Und da machen wir jetzt einfach jeden zweiten Platz ein. Oder genau genommen 4, weil sonst sind wir an der Ecke raus. Das wollen wir nicht. Kann man machen. Dann muss man aber die Trapdoors ein bisschen anders platzieren. So. Wenn man hier jetzt auch noch unbedingt einen haben will, dann macht man so. Man macht die Trapdoors so. Und so. Dann hat man so einen Eckhocker. Finde ich aber dann irgendwie zu voll. Also ich finde, dann ist die Bar so ein bisschen überfüllt. Deswegen lieber hier. Wir lassen den wieder frei, also hier hin. So. Und dasselbe natürlich von vorne. So, unsere Theke steht. Sehr gut. Jetzt können wir natürlich so ein paar Töpfe nehmen, ne? Hier so Blumentöpfe, und können die einfach so als so ein Ring. Ach, schade, können wir nicht, weil das ja der untere halbe Block ist. Ah, habe ich mich vertan. Okay. Können wir also nicht. Das laber nicht. So, okay. Dann tun wir mal wieder alles weg. Nehmen uns mal Quarzblöcke. Quarztreppen. Und Gemälde. Und einen Braustand. Und wieder Seelaternen. Wir gehen nämlich jetzt hin. Muss ich gerade einmal zählen. Okay. Wir lassen von hier 1, 2 frei und machen hier einen Block hin. Und da machen wir dann so 3 Treppen dran. Und hier machen wir so auch wieder Seelaternen drunter. Damit die Bar auch wieder so von unten beleuchtet ist. Sieht ganz gut aus. Kann man machen. Hier in die Ecke würde ich ehrlich gesagt auch noch einsetzen, damit die Bar so einen kleinen Leuchte-Flair bekommt. Hier können wir einen Braustand hinstellen und hier auch. Oder man setzt nur einen dahin, das kommt drauf an. Finde ich aber nicht so gut. Ich würde den eher vielleicht da hinstellen und da. Weil derjenige, der die Drinks macht, der Cocktails macht, der muss ja auch irgendwie shaken. Der braucht ein Brettchen, um Limetten etc. zu schnibbeln. Und ja, dann setzen wir hier auf die Seelaterne einen Rüstungsständer. Nehmen uns einen Stiefkopf, nehmen uns vielleicht noch eine goldene Rüstung und Eisen, Hose und Schuhe. Und unser Barkeeper ist ready. Jetzt brauchen wir nur noch die Gemälde. Ich würde nämlich hier, genau, dieses Gemälde würde ich nehmen, dieses hier. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Cocktail-Drink mit Strohhalm. Und da würde ich gucken, ob man das hier überall hinbekommt.
Gemälde. Danke. Nein, jetzt müssen wir erst hier eins machen und dann... So, und hier eins machen. Da, wo bleibst du denn? Cocktail. 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 Ja, sehr schön. Und hier auch nochmal. Okay, fangen wir hier an. Yeah, Cocktail. Und hier nochmal. Yeah, Cocktail. Oh, das ging schnell bis jetzt. Und einer noch, komm. Ja, wunderbar. Da haben wir hier so eine Cocktailtheke, finde ich sehr, sehr schön. Und man kann natürlich auch hier wieder Seelaternen reinmachen. Damit man einfach so... So. Das steigert einfach nochmal die Beleuchtung. Und die Bar ist soweit fertig. Wir nehmen nur noch Gemälde, gehen hier an diese hohen Säulen. Und lassen da die linke Säule frei. Also die lassen wir frei. Wir machen hier ein großes Bild hin. Eins höher. Soll unten zwei frei sein. Das ist schon das Richtige. So, wir lassen hier wieder zwei frei. Und das ist auch das Richtige. Wir machen einfach zweimal Picasso-Schweinchen. Und hier lassen wir jetzt die rechte Säule frei. Und auch zwei nach unten. Und hier nehmen wir nicht Picasso-Schweinchen, sondern... Ja, den finde ich vielleicht so... Ja, nehmen wir lieber den. So, machen wir so. Haben wir auch noch große Gemälde hängen. Sieht sehr gut aus. Und damit ist die Bar soweit eigentlich ready. Okay, jetzt brauchen wir noch die Rezeption und noch ein bisschen Beleuchtung. Dafür nehmen wir uns als erstes Eisengitter. Und Endstäbe. Wir gehen hier hoch und machen hier... Ich glaube, ich nehme gerade eine Fackel in die Hand, das ist ein bisschen dunkel. Wir machen... Nein, das machen wir nicht. Wir machen hier von dieser Säule diagonal, machen wir hier einen. Und den machen wir 2, 3, 4 runter. So. Und hier drüben auch. 1, 2, 3, 4 runter. Weil dann kommt davon noch ein bisschen Licht an der Decke an. Dann gehen wir wieder einen diagonal. Da machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 1, 9. 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann in der Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. So. Dann haben wir da noch so ein bisschen Kronleuchter, Beleuchtung hängen, wie man das möchte. Das Ganze kann man natürlich weiterführen. Aber ich finde es so okay, dass es einfach diesen Durchgang ein bisschen beleuchtet. Gut, die Rezeption geht ganz schnell und ganz einfach. Wir nehmen uns mal dafür wieder Seelaternen. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir diese Wand weitermachen. Und diese Wand, dann treffen wir uns hier. Und wenn wir diese Wand weitermachen und diese Wand, treffen wir uns da. Also genau hier. Hier ist der Schnittpunkt. Zu der Wand. Ja, also das ist der Block. Der verbindet die mit der Wand im rechten Winkel. Und der Block verbindet die mit der Wand im rechten Winkel. Und genau daraus machen wir einen 2x2 Kasten. Dann nehmen wir uns Quarztreppen. Bauen erstmal einfach eine, damit wir kopfüber eine dran kriegen. So, ja genau. Und da gehen wir einfach rum um die Seelaternen. Hier lassen wir jetzt einen frei für eine Eisenfalltür, damit man da natürlich auch wieder rein und raus gehen kann. So, wunderbar. Hier ist die Rezeption oder die Annahme oder wie auch immer man es nennen mag. Und jetzt brauchen wir noch zwei Computer. Wir nehmen mal eine Steindruckplatte dafür. Wir nehmen eine Holzfalltür. Und wir nehmen ein Gemälde. Beispiel. Oder nehmen wir Gemälde? Ich muss mal gucken. Ja, wir machen da und da eine Platte hin. Sodass wir hier vorne eine Dreiecke frei haben. Da dran machen wir eine Druckplatte. Und darauf kriegen wir kein Gemälde. Okay, dann war das... Irgendwo war noch ein Gemälde geplant. Okay, dann nehmen wir uns Item Frames. Die sind auch noch geplant. Und die können wir so hier vormachen.
dann sieht es von außen auch ein bisschen geschlossener aus. Wobei es sehr merkwürdig ist, man kann hier schräg durchgucken, aber so rum nicht. Also das ist die Perspektiven in Minecraft sind teilweise sehr, sehr strange. Aber gut, diese Idee mit den Bilderrahmen kann man jetzt hier überall machen und alle Hocker haben eine Rückenlehne mit Bezug. Es sieht sehr, sehr cool aus. So, jetzt stellen wir hier noch unseren Rezeptionisten rein oder Empfangsdame oder den Empfangscreeper. Dafür nehmen wir Lederjacke, Hose, Schuhe, hellgrünen Farbstoff. Oh, ja, den Rüstungsständer hätte ich nicht wegtun sollen. Ich hält vom Erdbeerfeld. Eine Werkbank, Rüstungsständer. So, den können wir schon mal da hinstellen. In der Werkbank färben wir die Ledersachen gerade ein. So. So und so. Und schon haben wir einen Creeper-Empfangsdame. Jetzt nehmen wir nochmal Seelaternen. Machen die einfach hier nochmal drunter. So, wunderbar. Und dann können wir noch schwarzen Teppich nehmen und führen den genau hier. So. Entlang. Dann kann man nämlich genau mit einem schönen Teppich Einlass finden. Nur hier würde ich es vielleicht nur zwei breit machen, dass es nicht ganz an der Wand ist, weil so passt es auch direkt durch die Tür in das Treppenhaus. So, das ist unsere Lobby mit Rezeption und der Haybar. Jetzt gucken wir uns das Ganze einmal mit Shader an. So, nehmen wir mal die Extreme Shader. Dauert jetzt einen Moment. Klar, kennt jeder. So, und so sieht das Ganze mit Shader aus. Man merkt schon, es ruckelt ein bisschen. Sehr geil, sehr cool. Und das ist die Lobby. Ich hoffe, dir hat dieses Einrichtungsvideo zur Lobby vom Hotel gefallen. Wenn ja, kannst du das Video gerne liken, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. In der nächsten Folge werden wir dann die Hotelzimmer einrichten. In der Folge darauf werden wir die Präsidentensuiten machen. Und dann sollten wir das Ganze auch geschafft haben. Aber von meiner Seite vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein. Und ciao mit V.